Schlechteste Anfang hier. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, irgendwas ist heute anders. Ja, falls das jetzt ganz beschissen wird gerade. Ich bin komplett unvorbereitet und weiß überhaupt nicht, was ich labe und wie ich anfangen soll. Aber heute kommt mal kein Gaming-Video, sondern ich baue meinen Tisch zusammen, meinen neuen. Und zwar mega geil mein derzeitiges Setup, aber ich bin damit leider nicht ganz zufrieden. So ging das zumindest die letzten 5 Tage ungefähr, keine Ahnung. Kann leider nur einen Monitor benutzen gerade und weiß ich was alles, deswegen wird das keine Sache für die Ewigkeit sein. Ja, das ist halt, weil mein Gestell von meinem Schreibtisch kaputt gegangen ist. Also nicht kaputt. Ja, doch schon kaputt gegangen ist, halt die Schrauben waren zerfetzt von der Höhe her und das Ding stand die ganze Zeit schief. Fand ich nicht so geil, deswegen habe ich mir heute, oder was heißt heute, vor ein paar Tagen schon, das kam jetzt gestern an, mir ein Gestell geholt, was elektrisch höhenverstellbar ist. Ja, es hat 2 geile Motoren drin, damit ich den schön hoch und runter fahren kann. Vorher musste ich das alles mit so einem Imbusschrauben halt aufschrauben, also lockern, ne, und dann höhenverstellbar von der Höhe halt, ja, alles scheiße. Deswegen dieses geile Paket, keine Ahnung, warum es so klein ist. Die Leute haben es anscheinend echt gut verpackt, weil, naja. Klein ist das Gestell nicht, weil es fährt ja von 62 bis 127 cm hoch. 127 cm ist ungefähr hier so in einem Dreh, keine Ahnung, auf jeden Fall wird es das hier. Ich glaube, das ist so 1,50 oder sowas. Ja, ich würde sagen, wir bauen es auf. Also, ich glaube, es ist schlauer, wenn ich erstmal mein altes Setup abbaue. Ja, weil Platz werden wir wahrscheinlich brauchen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich guck mal, wie ich die Kamera positioniere, dass ihr sehen könnt, wie ich das hier alles ein bisschen umstelle und abbaue. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich fertig bin mit dem Abbauen. Ne? Also, bis gleich. Nach wenigen Tagen schon wieder eingestaubt. Das ist es unglaublich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das alles hinstellen soll hier. Jetzt einfach nur dieses Ding hier, keine Ahnung, 100 Kilo, weil hier überhaupt noch meine Klamotten drin sind. Aber ja, keine Ahnung, ich habe das ja irgendwie hingekriegt hier, deswegen werden wir es auch wahrscheinlich hoffentlich irgendwie wieder hier wegbekommen. Das wird nur extremst schwierig. Ich glaube, ich öffne schon mal das Fenster, weil mir ist jetzt schon ein wenig warm. Perfekt. Gerald! Das ist jetzt schon hier, das sieht aus wie hingerotzt und hingeschissen. Alles voll fucking Kabel. Okay. Ich hab's geschafft, schon mal den größten Teil hier wegzuräumen. Ja, da hinten ist noch Internet und das Ding. Ja gut, das bringe ich noch zur Seite. Mikrofon bleibt, wo es ist. Und dann können wir auch schon das Gestell zusammenbauen, also den ganzen Tisch mit der Platte, die da hinten steht. Nein! Puh! Alter! Da ist mir fast mein schönes, weiß nicht, wie man das nennt, runtergefallen. Und dann war alles hier voll Stiften gewesen. Du es nicht nochmal.
So, kurze Umpositionierung für euch. Ich sehe ein bisschen verschwitzt aus, ja. Manche von euch würden jetzt sagen, echt geil. Hammergeiler Typ. Ich weiß. Ich werde euch jetzt hier dran, an dieses Stück, wo auch normalerweise die Kamera dran ist, hinsetzen. Und werde euch nach unten richten und dann müsstet ihr hoffentlich hier auf dem Boden gucken können. Und ich denke mal, man hat, oder ich hoffe mal, man hat dann alles im Bild. Ich weiß nicht, ob man alles im Bild hat. Aber ich hoffe doch. Gut, also erstmal. Oh, ist das schwer! Ich hoffe, ihr seht alles. Ich bräuchte jetzt nur eine Schere. Ah ja, im Paket noch ein Paket. Dankeschön. Oh. Alter, ist das nicht schwer. Warum immer so viele Kartons? Hey, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich glaube aber nicht. Besser eine Anleitung. Irgendwelche Clips sehen aus wie ein Kabel. Für das Kabel, wahrscheinlich um das Kabel, weiß ich nicht, irgendwo am Tisch festzumachen. Okay. Ich glaube, das ist das Netzteil. Hallo, Fokus. Da. Kabel. Noch ein Kabel. Achso, das ist hier, das können wir dann später abmachen. Das ist hier zur Höhenverstellung. Hier hast du die Touchpads. Da kannst du Sachen drauf speichern, aber das können wir später uns angucken. Noch zwei Kabel. Ey, die sehen aus wie PC für hier eine PCI Express. Die sich mit PCs auskennen, die wissen, was ich meine. Okay. Okay, das sind die Füße mit den Motoren. Und dieses Ding ist schwer. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Aber so viel ist es gar nicht. Also sieht nicht danach aus irgendwie. Oder? Irgendwas fehlt da so. Wir gucken uns mal die Anleitung an. Mal gucken, ob ich da was Interessantes drin finde. Wo sind die Füße? Hier kommen doch die Füße dran, oder? Aber wo sind die? Wow, mein Handyakku ist leer. Geil. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt da. Müsste da nicht noch ein zweites Paket kommen? Weil irgendwie passt hier irgendwas nicht. Vielleicht, wie man in den letzten 10 gesehen hat, es haben ein paar Teile gefehlt. Das ist jetzt auch schon gut 4 Tage her. Weil, ja, es gab mit DHL ein paar Probleme. Und deswegen musste ich gerade noch mal dahin fahren. Meine Mutter hat mich gefahren. Danke dafür. War jetzt noch 10 Minuten offen, deswegen mussten wir uns beeilen. Weil die haben keinen Bock gehabt, anscheinend das Paket zuzustellen. Das gute zweite 17 Kilo Stück. Also die Motoren haben ja schon 17 Kilo gewogen. Das auch nochmal. Also das sind 32 Kilo. Wiegt allein das Gestell. Dann kommt dann noch die Platte dazu. Also ist gut schwer. Ja, da mussten wir nochmal hinfahren, weil die keinen Bock hatten, das zuzustellen. Und dann hätten sie es wahrscheinlich zurückgeschickt. Es war auch bei mir im Postfach keine Nachricht oder ähnliches, dass jetzt irgendwie ein Paket irgendwie in der Filiale zurückgelassen worden ist für mich zum Abholen. Naja, auf jeden Fall musste ich den Support anschreiben, habe ihn gefragt, wie es aussieht mit dem Paket. Dann hat mich ein super netter Kollege dort angerufen und der meinte, ja, der weiß auch nicht, was da los ist. Hat mir aber die Adresse geschickt, dann der hat auch nur eine Nachricht bekommen, das wird irgendwie dort hinterlassen für mich. Naja, auf jeden Fall hat sich das jetzt Gott sei Dank geklärt. Die erste Hälfte, die ihr gesehen habt, für euch sind das jetzt nur wenige Sekunden Unterschied. Für mich waren das doch jetzt 4 Tage, ne? Naja, jedenfalls ist es jetzt endlich da. Wir können weitermachen. Ist ja auch ein paar Tage vergangen. Ich habe mir auf jeden Fall noch eine geile Halterung für den Tisch geholt, wo auch die Monitore ran können. Also eine Doppelhalterung, können also 2 Monitore ran. Ich habe insgesamt 3. Am Donnerstag sollte frühestens dann halt noch ein dritter Arm kommen, ein Einzelarm. Da kommt dann der dritte Monitor ran, aber das war jetzt mir erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall, hier habe ich auch noch mir geholt gehabt, das ist für mein Headset. Das kann man auch an den Tisch einfach ranschrauben. Keine Ahnung, wie man das jetzt am besten präsentiert. Ne? Kann man ranschrauben und dann einfach Headset reinhängen. Fand ich ganz geil. Ich hatte so eine andere Halterung, aber die ist einfach nur billig scheiße, weiß ich was. Das hat auch nur 8 Euro, glaube ich, gekostet oder so. Ist von Gravity. Ist jetzt hier kein Product Placement. Ich werde von niemandem bezahlt. Übrigens, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist alles selbst bezahlt. Ja, es ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun.
Deswegen richte ich mal die Kamera wieder etwas nach unten. Nein, die Kamera hat keinen Bock mehr zu halten. Zack, Kamera bitte nicht runterfallen. Sieht sehr instabil aus, aber mal drauf geschissen. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich kann ja notfalls noch mal ein bisschen weiter euch zurückstellen. Zack. So, keinen Unfug bauen bitte. Kamera war teuer. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal den zweiten Karton. Muss man auch mal gucken, vielleicht kann es sein, dass in diesem Video auch mehrere Parts werden, weil ich wahrscheinlich das alles nicht direkt in einem Part reingequetscht kriege. Und vielleicht interessiert sich der ein oder andere, was ich hier genau baue. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge Pappe. Schwere kleine Stücke. Mann. Ey, diese ganze Pappe ist echt zum Kotzen, muss ich sagen. Hier ist alles voll. Hier sind wahrscheinlich die Füße drin. Ja. Auf jeden Fall gut schwer. Ich hoffe, ihr könnt soweit erstmal alles sehen. Okay, hier sind noch ein paar Schrauben. Packen wir mal direkt aus. Ich glaube, weil wir da müssen auch direkt damit anfangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall gut schwer, die Dinger hier. Das war komplett aus Metall, wie es aussieht. Oder Stahl, keine Ahnung, wahrscheinlich eher Metall. Auf jeden Fall sehr stabil. So, stellen wir das mal zur Seite. So. Die Dinger werden wahrscheinlich dann direkt hier drauf geschraubt. Das gucken wir uns aber gleich an. Wir gucken erstmal, was hier noch drin ist. Wahrscheinlich diese Seitenstreben, die da rankommen, die Tischplatte halt. Wieder Schrauben und so eine Art Dübel oder sowas. Und genau diese ganzen Teile, die da reinkommen. Also das wird auch wahrscheinlich etwas länger dauern, das Ganze zusammenzubauen. Einfach aus dem Grund, weil draufsteht, glaube ich, auch für zwei Personen gedacht. Oder... ja, genau. Hier Montage mit zwei Personen. Erstmal den ganzen Müll weg hier. Ich packe das direkt aus, damit man besser erkennen kann, was hier ist. Das ist zwar ultra voll hier, aber dann habe ich den Müll schon mal weg hier. Okay, so, da haben wir die ganze Scheiße ausgepackt. Muss ich mal ein bisschen anders hier hinsetzen, Alter. Geil, ich könnte geil zwischen die Beine glotzen, Alter. So, das mal kurz zur Seite. Das sieht ja aus wie ein Saustall. Gut, da bin ich auch ein bisschen selbst dran schuld. Aber... jetzt mal drauf geschissen, oder? Also, als erstes, wie ich gesagt habe, diese Füße müssen jetzt an den Beinen befestigt werden. Und zwar mit diesen Schrauben, würde ich sagen. Jetzt müsst ihr noch irgendwo, habe ich zwar selbst, aber wenn es schon mit dabei gelegt ist, dann muss ich es jetzt nicht suchen. Müsst ihr noch einen Imbusschlüssel rumliegen. Wie gesagt, ich hoffe, man sieht soweit alles. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich packe sowieso gerade nur die Schrauben erstmal aus. So, ist auch mein erstes Video, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, was zumindest dem hier nach angeht. Komm, scheiß drauf, ich zeig's euch mal. Also, wir sollen jetzt hier an den Fuß hier das Bein dran packen. Heißt, sprich, hier das hier wird einmal um... ne, warte mal. Wie man es anders, so wie es dort gezeigt wird. Hier oben haben wir die Löcher, wo sozusagen dieser Fuß befestigt wird. Das heißt, wir drehen das Ganze um und packen es drauf. Wir müssen natürlich nur gucken, wie rum ist das Ganze. Packen wir das so. Ich glaube, das kann man machen. So, ich stelle euch mal wieder zurück. So, ich glaube, man sieht soweit erstmal alles. Hier haben wir halt, ne, das Gestell jetzt hier und dann müssen jetzt die Schrauben hier irgendwie rein. So. Fest, Numero Uno. So, und du jetzt auch noch hier. So. Die Füße sind an den Beinen dran, das ist schön. So sollte es auch beim Menschen sein. Bestenfalls. So, deswegen gehen wir mal zur nächsten Seite. So, als nächstes kommen die Stützen dran. Hier kommen jetzt jeweils, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Bei mir ist halt durch mein Mikrofon ein bisschen der Display im Weg, aber ich denke mal, man kann es ungefähr erkennen. Hier sind halt so Löcher drin. Und da kommen jetzt diese Stäbe hier irgendwie dran. So, einmal da rein. Und jetzt hier rein. Also gesagt wird, glaube ich, dass man das in einer halben Stunde aufbauen kann, zumindest zu zweit. Keine Ahnung, wie lange man ungefähr brauchen kann, wenn man alleine ist. Ich glaube, wenn man richtig schnell macht, ja, vielleicht, wenn man erfahren ist, was das angeht.
würde nicht sagen, dass ich ungeschickt bin. Die Ahnung habe ich jetzt aber nicht, aber wir kriegen ja schon irgendwie hier hin. Geil. So, und jetzt können diese Abdeckknippel hier drauf. Ah ja, passt ja perfekt. So, und so sieht es jetzt aus. Also ihr seht es jetzt mal nicht, aber hier habe ich die Dinger reingeschraubt. Und jetzt kommen diese kleinen Nippelteile da noch drauf. Einfach zum Abdecken, damit es besser aussieht. Gut, dann haben wir den hier schon mal erstmal soweit. Ah, nee, haben wir noch nicht fertig. Denn jetzt müssen wir diese Querstreben hier nochmal da reinsetzen irgendwie. Großen Löcher müssen, wie es aussieht, nach außen gucken. Also wir haben jetzt hier zwei Löcher. Und in diese Dinge, in die Löcher, das sind halt größere Löcher, hier sind so eine kleine Ausgänge. Und hier kommt dann so eine Art Dübel rein, keine Ahnung, wie genau sowas sich nennt. Ah ja, okay. Die gehen ganz gut rein. Ich würde jetzt mit den gleichen Schrauben nochmal da reingehauen. So. Das ist dran. Also übrigens, falls ihr noch irgendwelche anderweitigen Fragen habt, dann schreibt einen Kommentar einfach. Dann das beantworte ich gerne. So, okay. Nummer Uno ist dran. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite und bei dem auch noch. So, Nummer 1 ist geschafft. So, Nummer 2 ist fertig. Und als nächsten Schritt müssen wir sozusagen hier die jetzt miteinander verbinden. Dazu sind diese Stangen hier notwendig. Die Schrauben, warte mal, kommen von unten rein und dann kommt die Stange. Genau, also so müsste sie rein. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden. Schraube A, damit der Rahmen einstellbar bleibt, bevor die Tischplatte montiert wird. Das kommt als nächster Schritt. Gut, das heißt erstmal kurz raus mit euch. Wir drehen das Ganze mal kurz hier um. Alter. Ist schon gut schwer. Ah ja, und dann wird das mit so einen Schrauben befestigt, die so ein Gewinde haben hier. Ah, doch, nee. Ich dachte gerade, eine Schraube fehlt, aber sie hat in diesem Dübel gehangen, deswegen hat man sie nicht gesehen. Ja, Junge, jag mal ein bisschen Schrecken ein. Ich guck mal, ob ich euch ein bisschen anders positionieren kann. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt was sehen. Also, scheiß tausend viele Kabel hier. So, die müssen jetzt erstmal ineinander gesteckt werden. So. Uff, so, so nah werde ich den Tisch auf jeden Fall nicht brauchen. Das steht schon mal fest. Die Frage ist jetzt, ich glaube, ihr werdet das gar nicht sehen. Ich drehe jetzt nur diese Schrauben hier gerade in da unten rein. So, ich drehe sie nämlich jetzt noch nicht ganz fest, denn dieses unglaublich schwere Metallgerüst genau wird jetzt mit meiner Tischplatte verschraubt. Jetzt müssen wir erstmal nur gucken, dass wir das ein bisschen zur Seite geräumt kriegen, damit wir Platz für die Tischplatte haben. So, wundert euch nicht, warum diese wunderschönen Klebestreifen hier dran sind. Das waren, weil LEDs da dran waren und weil die Tischplatte hier nicht mehr mit meinem Gestell davor nur noch locker rumgewackelt hat, hatte ich hier Silikon reingesprüht, damit es gehalten hat. Hat auch an sich gut gehalten, aber dann hat das halt von der Höhe nicht mehr gepasst. Aber naja, sollte eigentlich hoffentlich nicht stören. So, hier sollte am besten nichts drunter liegen. Sieht gut aus. Jetzt kommt nämlich das da drauf, so, zack. Genau, ich würde sagen, wir passen es ungefähr dem an, was es vorher war. Das heißt, das hier kommt ein bisschen nach da. Und das nach hier. Dann können wir das natürlich alles ausmessen. Leute, ist ausgerichtet. Mir ist unglaublich warm. Und jetzt müssen wir die Scheiße hier noch ranschrauben. Gut, dann würde ich sagen, Leute, knallen wir erstmal die hier in der Mitte ran, dass das hier von der Länge her, warte mal, also vom Prinzip her müsst ihr, keine Ahnung, ob man was sieht. Für Akku habe ich, ne? 13%, Leute. 36,4 und 36,4, perfekt. So, okay, das ist schon mal fest.
müssen jetzt gucken, wie befestigt man jetzt den Tisch da dran. Da kommt einer rein, da kommt einer rein. Hier und da. Warte mal, wie viel haben wir denn überhaupt? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, also alle Löcher, die jetzt hier frei sind, kommen jetzt überall die Schrauben rein. Ich weiß halt nicht vom Abstand her, ob das mir nicht die Tischplatte durchbohrt, weil meine sehr dünn ist. Grenzwertig. Muss das mal genau ausmessen. Ich glaube, das würde man auf der anderen Seite sehen. Warte mal, aber theoretisch gesehen, wenn ich ihn aufstelle, puff, wäre das hier hinten, das heißt, ich hau jetzt mal da rein und wir gucken, ob es durchsticht. Ein Bit müsste man natürlich jetzt nur hochgehoben kriegen hier. Die Spitze ist nicht durch, aber es ist eine kleine Delle da. Ungeil, sehr ungeil. Ich muss mal gucken, ob ich Unterlegscheiben oder sowas habe, also kleine, die da durchpassen. So, in der Zwischenzeit werde ich dem Video kurz eine Pause geben und auch mal den Akku wechseln. Also sehen wir uns gleich wieder.